Hi, hier ist wieder eure Julia von Edeka und heute machen wir leckere Apfeltaschen. Zunächst bereiten wir einen Teig vor aus Magerquark, Dinkelmehl und Rapsöl und zaubern dann eine saftige Füllung aus Äpfeln, Rosinen, Mandeln und Zimt. Los geht's. Ich starte jetzt mit dem Teig für die Apfeltaschen und dafür brauchen wir natürlich Magerquark. Und zwar 150 Gramm. Außerdem 50 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei und 6 Esslöffel Rapsöl. Und das wird jetzt ordentlich verquirlt. Und nun geben wir das Mehl, das Backpulver und ein bisschen Wasser dazu. Von dem Mehl brauchen wir 250 Gramm. Ich nehme da jetzt Dinkelmehl. Wenn ihr es noch einen Hauch gesünder haben wollt, könnt ihr auch Dinkelvollkornmehl nehmen. Vom Backpulver brauchen wir jetzt 2 Teelöffel. Ihr könnt es aber auch alles nochmal nachlesen. Ich habe euch das Rezept hier oben in der Infocard verlinkt. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Und außerdem 20 Milliliter Wasser. Und das Ganze wird jetzt wieder gut verknetet. So, der Teig ist jetzt gut durchgeknetet. So geht er jetzt nochmal für 15 Minuten in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit kann ich mich um die Füllung kümmern. Für unsere Füllung habe ich hier 2 wunderschöne Boskop-Äpfel. Die eignen sich wunderbar dafür, weil die so ein bisschen mürbe sind und ein bisschen säuerlich, also perfekt für so einen quasi Apfelkompott. Ich schneide mir jetzt so schlanke Scheiben raus. Die werden nochmal von oben quasi gestiftelt und dann gewürfelt. Und dann hat man diese ganz vielen kleinen Würfelchen. Die Äpfel werden jetzt gleich angebraten und dafür erhitze ich mir ungefähr 20 Gramm Butter in der Pfanne. Ich gebe jetzt die Äpfel dazu. Das sind übrigens 500 Gramm. Bei mir passte das ja genau, dass das 2 Boskop-Äpfel waren. Dazu gebe ich jetzt 20 Gramm Zucker, also ungefähr einen Esslöffel. Außerdem 50 Gramm Rosinen. Und zu guter Letzt noch einen halben Teelöffel Zimt und 30 Gramm Mandelstifte. Übrigens, wenn ihr gerne Milchreis esst, das hier ist auch ein super Topping für Milchreis. Das muss jetzt noch 5 Minuten dünsten und dann erkalten. Mich würde mal interessieren, was sind eigentlich eure liebsten Rezepte mit Äpfeln? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein. Unsere Apfelfüllung ist fertig, die gebe ich mir jetzt hier noch in eine Schale und dann kann die ein bisschen abkühlen. Ich habe mir den Teig jetzt einmal aus dem Kühlschrank geholt, den rolle ich jetzt aus und damit er mir nicht festklebt, kommt erst ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Und auf die Rolle natürlich auch ein bisschen Mehl. Und jetzt ist das Ziel, dass ihr den so richtig dünn ausrollt, so dünn wie ihr es schafft, so vielleicht 3 mm dicke, denn wir wollen 14 Apfeltaschen bekommen. Und dann könnt ihr mal so fühlen, ob der sich überall so einigermaßen gleich dick anfühlt und im Zweifel halt nochmal drüber rollen. Dieser Ring hat jetzt einen Durchmesser von 12 cm. Wenn ihr nicht so einen Ring habt, ihr könnt natürlich auch irgendwie eine Schale oder ein Glas nehmen, was so ungefähr dann die Größe von 12 cm hat. Ich steche jetzt 14 Kreise aus, denn wir wollen ja ungefähr 14 Apfeltaschen haben. So, das sind jetzt 13, den 14. den mache ich mir gleich aus den Resten zusammen. Und jetzt werden unsere Teigplatten mit der Apfelfüllung belegt und zwar immer so ungefähr 1 Esslöffel pro Kreis. Und ich lege das nicht mittig, sondern ich lege das quasi so auf eine Hälfte, weil die andere Hälfte dann gleich drüber geklappt wird. Und damit die dann auch halten, brauchen wir ein bisschen Kleber. Dafür nehmen wir jetzt Milch und zwar insgesamt brauchen wir davon 50 Milliliter. Ich gebe jetzt die Milch so in einem Halbkreis hier am Rand entlang, denn dann kann gleich die andere Teighälfte darauf schön halten. Jetzt erst mit den Fingern ein bisschen festhalten und dann mit der Gabel den Rand festdrücken. Dann hält es besser und sieht auch viel besser aus. Nun wandern unsere Apfeltaschen auf das Backblech. Das habe ich vorher natürlich mit Backpapier ausgelegt. Und dann werden sie nochmal mit Milch bestrichen von oben, damit es noch ein bisschen Glanz gibt. Und jetzt nur noch die Milch drauf. Und nun kommen die Apfeltaschen in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Die Apfeltaschen sind nun fertig. Ich gucke mal, ob sie genauso gut schmecken, wie sie aussehen. Super lecker. Also die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf leckere Videos, dann klickt mal hier oder auch hier und unbedingt den Kanal abonnieren natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.